Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play RimWorld, wo wir in einer ziemlich prekären Situation sind, meine ich. Aber cool, yay, wir machen mal wieder weiter, es wird Zeit. Ich werde jetzt so versuchen, halbe Stunde Parts zu machen direkt und dass ich das nicht von Hitbox oder dem neuen Trashcast rüberziehen muss. Auch weil sich ein paar Leute oder mir ein paar Leute angemerkt haben, dass es schöner wäre, wenn es halbe Stunde Parts wären. Dann mache ich das natürlich. Okay, wir haben ein bisschen Fleisch, aber Insektenfleisch, das ist ein Problem. Wir haben eine Menge Nahrung so vorrätig. Wir haben eine Menge Pemmican dabei, das ist auch super. Oh crap, die Mauer ist gerade nicht zerstört worden. Ja, ich habe eine neue Mod drin. Ich habe Redist Heat reingepackt. Also Redistribute Heat, ja. Dankeschön, ich kann Deutsch manchmal. Und jetzt sind alle Vents halt, ja, die Mauer wird dadurch nicht mehr ersetzt und sowas. Und wir können die Dinger auch ersetzen dadurch. Und das werden wir auch machen, aber nach und nach. Ja, denn wir haben hier jetzt wieder das, was wir schon mal hatten in unserem im Let's Play. Wir haben einen Heater, der in der Mauer sitzen kann. Wir haben einen Cooler, der in der Mauer sitzen kann. Der wurde allerdings nicht ersetzt, wahrscheinlich aus bestimmten Gründen. I don't know, I don't care. Und ja, wir spielen einfach mal ein bisschen weiter. Die hier müssen wir alles noch durch Steine ersetzen eigentlich. Hier unten waren wir dran, unseren Aufenthaltsraum zu machen. Ja, genau. Unseren Fun Room, unser Fungen. Hier unten können wir auch noch einen schönen Raum hinmachen. Das passt perfekt. Hier brauen wir Bier. Sehr gut. Wir haben auch noch ein bisschen Bier. Wir haben ein bisschen andere Drogen. Dumping Stockpile, das ist auch okay. Als Überlauf wahrscheinlich gedacht, ne? Ah, Melly hat so eine tolle Forschungsstation jetzt. Ah, sie muss so glücklich sein. Vor allem, wo sie ja der beste Forscher des Universums ist. Research 20. She's godlike. Oh my freaking God. Wenn Melly stirbt, dann können wir uns erschießen. Aber sie ist 21. Sie sollte noch lange, lange leben. Sofern wir sie nicht opfern. Hier genau. Wir brauchen Components, Leute. Wir brauchen Components. Melly, research mal schneller. Wir brauchen den Vitals Monitor. Und dann machen wir sofort Component Assembly. Und danach Deep Drilling. Denn es wird Zeit. Wir brauchen es sehr. Wir brauchen es sehr. Okay, ich lasse einfach mal weiterlaufen. Langsam weiterlaufen. Damit ich erstmal ein bisschen reinkomme, Leute, ihr wisst das, es ist lange her. Pemmican ist aber, glaubt, ein schlechtes Futter. Es hat so viel wie Beeren. Wie Beeren alleine, hält sich aber ewig. Also, ich werde es nicht mehr so wirklich produzieren. Es ist ja mehr ein Überlauf bei uns, glaube ich. Es ist per se schlecht, weil man Fleisch und Vegetarisches kombiniert dafür und Fleisch alleine schon genug wäre. Fertilizer has died from due to being. Von Rotting? Wo haben wir denn Fertilizer Production? Hier, warum wird er nicht gesammelt? I don't care. Doesn't matter. Aber es ist nicht warm genug hier drin, Leute. Es ist nicht warm genug. 10 Grad. Und das trotz unseren Heatern. Wir haben zwei Heater hier drin und es reicht nicht, um den Raum warm zu halten. Aber es ist okay. Non-ideal temperature. Ja, wir können nicht. Wir haben keine Komponenten, Leute. What? Warum wurde der abgebaut? Warum haben die abgebaut, ihr Idioten? Oh, ihr seid so doof. Scheiße. Da müssen wir was tun. Kein Cooler. Ich will einfach nur ein Vent. Ganz normales Vent. Ah, weil die nicht an der Wand waren. Okay. Wir müssen jetzt gerade checken. Hier ist auch was zerstört. Ich glaube, da war auch ein Vent drin. Ja, da war, glaube ich, ein... War da ein Vent drin? Wahrscheinlich. Aber warum? Ist das wichtig? Wir haben hier ein... Hier drin ist doch niemand. Das ist ja nur unser Batterieraum. Ich glaube, da machen wir keinen Vent hin. Wir machen einfach nur die Wand dicht. Ich muss jetzt aber erstmal checken. Genau, hier war nämlich ein Vent drin. Damit wir das ein bisschen umarbeiten, denn ich liebe diese Mod und die ist einfach mega geil. Ich wünsche, sie würde ins Spiel direkt integriert werden. Deswegen bauen wir hier ein Vent hin. Hier wieder ein Vent hin. Hier wieder ein Vent hin. Weil wir wollen ja die heiße Temperatur hier rausbekommen, damit die Mauer uns nicht zusammenbricht. Außerdem wollen wir da... Ah, damit heizen wir ja. Ja, genau. Damit heizen wir hier mit. Hier fehlt ein Vent. Hier glaube ich auch. Hier auch. Gut, damit haben wir zumindest ein bisschen Stahl. Ja, wir brauchen das Jojo-Bild. Welches Jojo-Bild? Dann hol's doch von John, Schatz. Du kannst es doch einfach bei John im Chat aufrufen. Ach nee, du kannst es nicht aufrufen, ne? Doch,
Du kannst auf die geposteten Bilder gehen oben. Auf die drei Punkte, dann die geposteten Bilder. Und dann kannst du dir den Link dafür holen und kannst den hier auch einbinden, wenn du willst. Und hallo Jutta, hallo Lord Lernum. Mensch, schön, dass du reinschaust. Hallo auch nochmal an Veno, an Renoir, an Lucy, an Jade, an Shiro und natürlich an mein Meliline. Sehr gut. Ah, hier waren auch überall Vents. Okay, das Gute ist, aber wir können die jetzt einfach durch Steinwände ersetzen. Das Schlechte ist, hier wird es jetzt gerade fucking kalt drin. Warum, frage ich mich. Warum ist es so kalt, Leute? Minus 8 Grad, das müsste eigentlich gehen. Oh yeah. Ja, wir haben sogar schon angefangen, Simple Prosthetic Animal Legs zu machen. Sehr gut. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo muss das schon passiert sein. Sehr gut, damit können wir unserem kleinen Köter endlich was Schönes geben. Yay, wir können ihm endlich Beine geben. Das Dumme ist, da brauchen wir die besten Konditionen für. Es darf hier nicht so kalt drin sein, Leute. Das geht nicht. Das darf nicht passieren. Small Heater. Aber der Heater läuft und zwar voll. Das ist kein Problem. Wir haben auch genügend Power. Das ist auch nicht das Problem. Aber ich frage mich dennoch, warum es nicht richtig will. Ja, einfach Mewbot Commands in Google eingeben, Schatz. Das ist nicht so schwer. Einfach add Command, dann den Namen des Commands, dann add who it ever goes. Also add Yo-Yo Evil Umbrella wäre das dann in dem Fall und dann den Link dahinter. Ist relativ einfach, Leute. Ist relativ einfach, kein Problem. So, das hier werden wir noch austauschen. Wir werden die beiden austauschen, aber alles in due time, denn wir haben momentan ganz viel zu tun und das ist ein bisschen sehr viel. Macht hier jemand Steine? Ja, der Kadex, der macht hier Steine. Wunderbar, geil. Oh, ich hab Wimbledon echt vermisst irgendwie. Das war mir gar nicht so bewusst, aber gerade merke ich, dass ich es extrem vermisst habe. Wir haben ein bisschen Bier hier stehen in unserem Aufenthaltsraum. Super, wie sieht's denn hier aus? Ein guter Tisch reicht mir, normaler Stuhl, exzellenter Stuhl. Eventuell können wir die später noch austauschen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Superior Dining Chair, my freaking God. Superior und excellent. Ja, Leute, so muss das sein, ihr macht das klasse. Das war sicher Lucy oder so, die das gebastelt hat. Denn Lucy kann. Lucy kann, wisst ihr Bescheid. So, wir machen hier Vents, damit ihr euch auch schön beim Sex zuhören könnt. Das finde ich klasse. Aber sei froh, Schatz. Viridian ist neben dir, der hat niemanden und Lucy hat auch keinen mehr. Aber hey, Lucy und Carter, das könnte passieren. Yay! Ja, es ist Cthulhu-Time. Cthulhu. Achso, hast du gerade den Cthulhu-Gammy gepostet? Wir sind jetzt alles Spam, ne? Ihr dürft sie nicht posten. Haha. Okay, das wäre erledigt. Wir hatten hier einen und hier einen. Damit die Wärme hier rauskommt. Und wir heizen dann gerade hier noch mit. Was immer eine gute Idee ist, finde ich. Aber irgendwas stimmt mit der Heizung nicht gerade. Guck mal, das ist auch viel zu... Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, die Heizung ist gerade buggt. Ja, Jojo-Bilder. Genau so, Schatz. Garstiger Gary? Wieso bin ich garstig? Ich bin noch gar nicht garstig. Bin doch voll nett. Current Power Use Low. Ja, und das kann irgendwie nicht sein. Ja gut, obwohl hier ist ziemlich kalt drin. Aber nicht kalt genug. Es könnte sein, dass es gerade ein bisschen buggt ist. Wartet mal, wisst ihr was? Safe. Cthulhu kalt ist. 2. Und wir laden es gerade nochmal. Vielleicht behebt das den Bug. Es kann sein, dass gerade die Temperatur völlig buggt ist. Völlig. Im Stream schaut das creepy aus. Ja, so ein bisschen. Warum? Ich sehe es gerade nicht im Stream. Wartet mal. Wow. Ja, wegen dem Color Key, Schatz. Wegen dem Color Key. Ich nehme mir das Weiß raus. Oh, jetzt seht ihr meinen Hintergrund. Sehr nicht hübsch. Das ist ein X-Rebirth-Hintergrund. Sorry an YouTube. Scheiße, ich hätte es nicht beim Laden machen sollen, das war nicht so intelligent. Okay, funktioniert. Hey Gary, kann es sein, dass du bei dem kleinen Raum, bei den Heizungen, wo die heiße Luft rauskommt, ein Dach hast? Ja, und das soll auch so sein, denn ich will hier heizen. Hier ist auch überdacht. Hier ist überdacht. Hier sammelt sich normalerweise... Ja, aber seht ihr, hier sammelt sich eigentlich heiße Luft. Seht ihr das? Die Dinger sind buggt, die muss ich austauschen. Und zwar schnellstmöglich, bevor hier irgendwas passiert, irgendwas Schreckliches.
Ich werde die jetzt austauschen und dann wird es wieder funktionieren. Ich glaube, das ist das Problem, wenn man die Mod reinbringt, dann sind alle diese Dinger jetzt buggt und wir müssen die jetzt nacheinander austauschen. Weil ihr seht, die nutzen keine Power gerade, die funktionieren nicht. Aber das regeln wir ganz, ganz fix. Das ist ein kleines Übel, das ich gerne in Kauf nehme. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen die Mauer auch raus. Sehr gut, danke Chaoskater. Und dann basteln wir die neuen da rein. Ich werde die jetzt nicht einfach mit demselben Scheiß ersetzen. Ich werde die mit den Coolern hier ersetzen. Die müssten genau dasselbe... Oh, die bringen nicht genau dasselbe, oder? I'm not sure. Bla bla bla. Ich weiß nicht, wie viel der bringt. Wie viel Kühlung der bringt. Wenn der zu wenig bringt, dann müssen wir aufpassen. Okay. Wir werden ganz schnell die Wände ersetzen. Wir werden die Dinger hier wieder abbauen. Und neu hinsetzen. Weil die jetzt alle nichts mehr bringen. Wir werden den hier wegmachen. Das seht ihr hier. Jetzt bilden sich hier die Puddles, weil es so warm und kalt gleichzeitig wird und sowas. Mäh. Ist nicht so geil, aber wir werden das schnellstmöglich beheben. Oh, du trainierst Layla, das ist sehr schön. Und sie, guck mal, sie hault, ist das nicht toll? Oh, es ist so toll. Und sie hat fast Hunting, sehr gut. Animals, gut, die werden alle trainiert. Du kannst auch in Rettung trainiert werden. Ja, die Pups werden auch trainiert, läuft. Wir wollen alle Tiere trainieren, weil es einfach gut ist. Okay, was waren sonst noch Projekte, wo wir dran waren? I don't know anymore. Wir werden Stahl brauchen, Leute. Wir werden eine Menge Stahl brauchen. Haben wir hier irgendwo noch eine Stahlabbauquelle? Seht ihr, deswegen brauche ich Deep Drilling. Ich hoffe, Melly produziert. Hier haben wir noch ein bisschen was. Okay. God, I love this game. Es ist so wunderbar gemacht. Es ist so gut gemacht, einfach. Okay, da haben wir ein bisschen Stahl. Wir haben sogar noch Jade hier. Nice. Ich weiß, dass da hinten noch Jade rumliegt, aber die ist mir mal gerade ein bisschen wurscht. Okay. Hier oben ist auch noch Stahl, sehr gut. Und auch noch Jade. Wie man sieht, die liegt einfach rum. We don't need no Jade. Oh, sorry Jade. Das war nicht so gemeint. Hier haben wir durchgebaut, genau, hier sind auch wieder Türen. Sehr schön. Ihr solltet nur mal die Eimer da wegnehmen. Nara produziert hier ein bisschen Holz für uns, das ist auch klasse. Weißt du was? Momentan... Wo willst du hin? Willst du nur... Du sammelst Holz, okay. Ja, aber du nimmst gerade mal 18 mit. Wie wär's, wenn du das ganze Holz mitnimmst? Wenn du so einen richtig schönen Batzen mitnimmst. Ich lasse sie extra noch langsam laufen, Leute. Also, ne? Das soll so sein. Harvest. Ah, geht nichts zu harvesten. Da sah nämlich noch... sah es noch nach Büschen aus, die noch Beeren tragen. Ich will ein bisschen... Wir brauchen Futter, Leute. Wir brauchen unbedingt Futter. Wir müssen auch gleich noch ein bisschen jagen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es gibt Tiere. Wildlife, Boomrat, no. Cougar, no. Emu, maybe. Den Hare können wir nehmen. Ibex Doe, Raccoon, Squirrel. Wir haben Timberwolves. Wir können ein paar mehr uns noch holen. Ein paar Boars. Ja, komm. Nicht wirklich viele Tiere gerade da. Okay, nochmal nachschauen. Der ist weg. Sehr gut. Den bauen wir neu. Obwohl, wisst ihr was? Wir bauen jetzt einfach die neuen da rein und gucken, wie das läuft. Einer hier. Einer hier. Dann können wir den nämlich auch gerade noch abbauen. Okay. Ist zum Glück gerade sehr kalt. Das heißt, unsere Vorräte werden absolut nicht davon affektiert. So. Ich wollte die Wand aufmachen wegen dem hier. Jetzt wird es hier drin auch wärmer, das finde ich nicht so gut, aber die Wärme wird trotzdem hieraus abgeleitet. Aber ich wollte, dass wir auch noch an die Komponenten kommen, die hier frei werden. Wir brauchen sie. Unser Vent. Ich glaube, Vents können immerhin nicht zusammenbrechen. Oh, hier ist auch noch was, was fehlt. Fehlt auch noch ein Vent, glaube ich. Das ist so ein tolles Game. Ich glaube es gar nicht, wie einfach es totalen Fun macht, wenn man wieder hier anfängt. Einfach so, einfach Fun. Instant. Das ist so gut. Viridian bastelt uns eine Armor Vest. Du bastelt uns eine Armor Vest, really? Okay, ja, make Armor Vest, eine weitere. Sehr gut, dann haben wir ein paar. Das ist klasse, Leute, das ist klasse.
Die Hitzemechanik im Spiel ist auch etwas strange. Nicht wirklich, Shiro. Sie ist relativ straightforward, wenn man halt jetzt nicht gerade neue Mod installiert und alles breakt. Ja, Jutta, die Events sind teilweise echt fies. Ja, Gary, hab's mir jetzt endlich auch gekauft und zock's mit Begeisterung. Ich freue mich, Jutta. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Okay, wo haben wir hier? Hier oben. Aber ich will ganz ehrlich die Holzwände loswerden. Weißt du was, wir nehmen die Holzwand raus. Und bauen dort einfach neue Wände gerade rein, schnell. Denn ich schlafe gerade im Kalten und das ist echt nicht schön. Okay, also wir werden ganz oben einen machen. Wir werden hier einen machen und hier unten. Das heißt, die Wand will ich auch noch loswerden. Und die Wand will ich loswerden. Und da setzen wir jetzt Steinwände rein und wir werden nach und nach hier alles ersetzen. Hier fehlt auch noch eine Wand. Wo wir wahrscheinlich auch ein Vent einfach nur drin hatten, ja, damit man hier auch klarkommt. Oh, Research ist fast fertig. Melly muss nur noch ein bisschen machen, nur noch ein klein bisschen. Wir haben schon Boa gefangen, sehr gut. Das heißt, wir hacken die jetzt kaputt. Sehr schön. Die sind alle suspended. Hier machen wir Fine Meals, Lavish Meals. Ja, seht ihr, ich habe schon gar kein Pemmican mehr drin. Pemmican ist nur noch unser Notfallvorrat gerade und wir haben nur noch die Dinger hier. Funktioniert ihr noch? Ja, ihr funktioniert. Die gehen nämlich auf minus 10 Grad und hier im Raum ist es 2 Grad, also passt das. Sehr gut. Es ist important, das Storage. Ich weiß nicht, warum hier nichts drin liegt. In dem hier zumindest. Meals. Simple Meals. Hier müssten Simple Meals drin liegen, aber keiner bringt das dahin. Was ist dieses Storage? Important, okay. Dann ist das hier ab jetzt preferred. Und das hier ist auch preferred. Ach nee, warte. Ach Quatsch. Ja, critical. Nee, okay, es ist important hier. Wir machen es anders. Wir teilen das anders auf. Wir haben zu wenig Zeug. Das ist preferred. Ich finde zwar important ist hier sinnvoller, aber oh well. Was soll hier rein? Ah, Human Corpse. Nee, Animal Corpses. Okay, Animal Corpses. Genau, okay, super. Ja, das passt. Spaß. Oh Gott, guck mal, wie kalt es in der Base ist. Das ist nicht gut. Welpe Gilligan, ja. Naja, Gary, das Event, was ich hatte, war nur, da kam eine Horde Hühner bei meiner Kolonie vorbei, die menschengewöhnt waren, was ich dabei nicht bemerkt hatte. Durch diese Aussage, dass sie gezähmt waren, dann hatte ich auf einmal 13 Hühner, 7 Hände ignoriert, hatte Küken. 46 Hühner, wow. Ja, aber die kannst du alle schlachten. Das ist so super. Ich muss auch mal wieder Draw Fortress spielen, Leute. Aber Leute, das kann man alles schlachten, das ist so gut. Oh, schlafen gerade alle, okay. Ja, wir haben hier auch keinen. Nein, Cthulhu würde schlecht von uns denken, wenn wir das hier nicht wärmen würden. Ja, obwohl, wir haben hier kein Netz. Aber das können wir da reinkriegen. Wir sollten das hier auch ein bisschen wärmen. Die Fackel reicht nicht. Die Fackel ist sogar gerade nicht effizient. Die funktioniert gerade nicht wirklich, wie es aussieht. Oh, wir haben keinen Stahl mehr. That is really bad. That's really, really bad. Research finished. Yes, dankeschön. Daylily has died. Das ist okay. Langsam eine Daylily ist. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Component Assembly. Und ich hoffe, das geht schnell, dass Melly das schnell macht. Breakdown Solar Generator. Ah, und das Dumme ist, die kosten Komponenten, wenn man sie repariert. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Komponenten haben. Hier liegt einer rum, ja. Aber das liegt daran, weil wir das hier kaputt gemacht haben. Oh, gucken wir jetzt auch alles hin. Wegen den Vents. Hier habe ich noch gar keine Vents gehabt. Das ist schlecht. Wir werden auf jeden Fall hier ein paar Vents hinbasteln. Dann können sie sich halt beim Sex zuhören, ist mir doch egal. Ja, der hier hat keinen Strom? Warum hast du keine Stromanbindung? Aus irgendeinem Grund gibt es dort keine einzige Möglichkeit, mehr Strom zu bekommen. Okay, das ist strange. Man muss halt so. Oh, das hier muss auch geändert werden. Das hier muss auch geändert werden. Go away. Die Cooler sind das Wichtigste.
Erstmal. Okay. Ich versuche dem Chat zu folgen, Leute. Sorry, wenn ich da gerade nicht so... Oh, warte mal. Wenn ich da gerade nicht so hinterherkomme, wir wollten hier eine Wand hin haben. Damit die sie nicht so leicht durchgraben können. Faustregel Solo denkt immer schlecht von dir. Ja, das stimmt. Aber nicht, wenn wir ihm, nicht, wenn wir ihm Opfer geben. Dann fühlt er sich wohl. Dann findet das cool. Ja, geben sie Befruchtete, woraus die neuen Küken holen kannst und Unbefruchtete, die man zur Nahrung verarbeiten kann. Ja, du kannst auch die Befruchteten essen, ist kein Problem. Immer da ich eine Riesenproduktion aller pflanzlicher Nahrung habe, okay. Area revealed. Okay. Nicht so gut, aber naja. Hier sollten wir aber jetzt sagen, dass wir... No Roof Area haben wollen. Wir wollen da keinen Roof, sonst kann es kollabieren. Irgendjemand feuert hier im Tal herum. Okay, cool. Wir sollten vielleicht... Ja, wir haben eigentlich genug Energieproduktion momentan. Wir müssen sie nicht ausweiten. Wir sind super, super dabei. Aber das kann auch daran liegen, dass wir gerade keine Wärmeproduktion haben, was extrem scheiße ist. Ich fürchte, uns sind die Komponenten ausgegangen, Leute. That's the point. Und dann sind wir bald tot. Wenn uns die Komponenten jetzt ausgegangen sind und wir keine Heizung haben, dann sind wir bald hinüber. Ah, seht ihr, 21 Grad. Perfekt. Psychic Drone. Na, jeder männliche Kolonist ist ein bisschen angepieselt. Das ist nicht so geil. Wir sollten vielleicht hier auch ein Vent machen. Das Dumme ist halt, wir haben echt Probleme gerade, was Stahl und alles angeht. Auch den hier müssen wir dekonstruieren. Jova ist pregnant! Yay, mehr kleine Wölfe. Aber ich fürchte, wir werden ein paar schlachten müssen bald, Leute. Jova ist pregnant. Middle Stage schon. Wow, das ging schnell. Das heißt, sie ist nicht mehr lange pregnant. Bald ist sie schon done. Hier wollen wir auch einen Heater drin haben. Okay. Anscheinend hat der eine größere Reichweite, denn der hier kommt nicht so weit. Den können wir auch abbauen. Ja, wir werden auf jeden Fall Component Assembly brauchen jetzt. Und dann auch Deep Drilling, weil es geht nicht anders, Leute. Es ist einfach nicht anders möglich. Harvest that shit, bevor die Dinger vergehen. Keinerlei Produktion von Strom gerade. Das heißt, es wird tierisch, tierisch alles uns weghauen. Ich hoffe, der funktioniert noch. Gut, für die haben wir auch nichts. Aber die sind mir egal. Das werden nur Prisoner. Hier ist Ultra Freezing. Oh my freaking God, ist es hier Freezing drin. Wie geht's unseren Leuten? Gerade Kadex ist ja immer so ein Sonderfall. 22 Minuten nehmen wir auf. Okay. Die Drone wird übel abgehen. Oh, er ist dull. Er hat kein Problem damit. That's good. Ja, psychically deaf. Sehr gut, das ist super für ihn. Ihn macht es nichts aus, aber Chaos-Kater und so wird die Drone viel ausmachen. Ja, schaut euch das an. Minus 15 und die ist auf Medium. Die kann noch aufs Doppelte ansteigen, auf 30. Aber guck mal, wie geil. Masochist in moderate pain. Okay, der Kater ist ein Masochist. Super, gut zu wissen. Danke für die Information, Kater. Thank you. Hier können wir noch ein bisschen Zeug uns holen. Ach, wie schön. Hier auch. Mehr Stahl. Wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Okay, mal gucken, was ihr so schreibt. Du hattest vorher schon keine Komponenten. Dadurch, dass du abgerissen hast, sind welche frei geworden, die sicherlich anderweitig verbraucht wurden. Ja, aber die wurden hoffentlich auch für unsere Wärmeleitung verbraucht. Es wird alles... Nee, die Emojis werden, glaube ich, nicht aufgenommen. Ich glaube, die sind auf der Seite, nicht in meinem Stream, weil... Wenn ihr das auf der Seite seht, das kann das ja... Muss das ja nicht unbedingt immer von mir kommen. Da kann ja auch Hitbox was drüber legen. Ich glaube nicht, dass die aufgenommen werden, die Emojis. Ich sehe nämlich gar keine Emojis bei mir im Stream, also bei mir in OBS. Doofes Feature übrigens, es ist so dumm. Und das ist nur, damit sich die Leute im Chat gegenseitig mehr nerven, als es sowieso schon tun. Das ist absolut nicht toll, finde ich. Okay. Melly ist aber am Research dran. Sobald wir Component Assembly haben, sind wir erstmal gut dabei. Wir brauchen allerdings hier mehr Wärme.
Das Ding muss weg. Das Ding muss weg. Und wir müssen hier ordentliche Sachen reinbasteln. Ja, das soll immer an sein. Auch das hier soll immer an sein. Psychic Drone is ending. Auch sehr gut. Das hat uns also überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben gute Menge an Futter. Wir haben, Nadine kocht auch wieder wie wild. Oh ja, sie kocht super, super Mahlzeiten. Das hier ist auch voll. Das heißt, man kann hier direkt essen. Das ist klasse. Darby liegt hier rum und macht sich einen guten oder so. So, was haben wir? Was haben wir viel? Oh my freaking God, haben wir überhaupt Steine? Wir haben gar keine Steine. Doch hier. Wir haben genug Marble. Okay, wir machen das aus Marble. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute gerne Marmor bei sich hätten. Okay, und da werden wir dann die neuen Gerätschaften reinbasteln, die neuen Wärmegerätschaften. Okay, wunderbar. Und ja, das passt. Wir kriegen das unter Kontrolle, Leute, wir kriegen das unter Kontrolle. Der muss weg und hier muss auch ein Medium Heater rein. Hier muss irgendwo ein Heater rein, weil sonst bringt das euch nichts. Und ich denke, den machen wir hier rein. Ja, sehr gut. Da ist ein Cooler drin, der hier die Hitze hier reinbringt. Das ist auch super. Haben wir irgendwas, wo wir die Hitze ableiten können zur Not? Ja, wir leiten die Hitze auch hier rein. Okay, das gleicht sich also dann alles aus. Super, super gut. So passt das. Hier sind Vents. Okay, wir brauchen hier einen Heater. Hier sind keine Vents gerade. Das ist ein bisschen scheiße. Dann machen wir hier den Heater hin. For the moment. Denke ich, ist das so. Oh mein Gott, die brauchen 3 Komponenten. Alter, die brauchen ja mehr als die normalen. Ja, wohl glaube ich nicht, dass die mehr als die normalen brauchen. Aber 3 Komponenten ist eine Menge, Leute. Vor allem, wenn wir nur 2 rausbekommen, wenn wir sie abreißen. Wir haben also gerade ein sehr großes Komponentenproblem und ich hoffe, Melly arbeitet sehr stark an der Research. Go, Melly, go. Na, hier wird nicht gegessen. Essen kannst du wann anders. Kein Assembly, kein Assembly, okay. Nix essen. Essen, pfui. Okay, der hier ist auch fertig. Hier bauen wir noch einen rein. Du sollst runtergehen auf... Nein. Du gehst runter auf... minus 10 Grad. Wir basteln eine neue Mauer hier hin und dann passt das. Okay, okay. Crisis almost averted. Almost. Der pumpt jetzt hier Wärme raus ohne Ende. Soll... Oh Gott, nein. Really? Ah, fuck. Okay, das können wir aber noch eine ganze Weile ignorieren, denke ich. Oh, ein Poison Ship. Naja, immerhin Poison Ship, kein Drone Ship. Das ist gut. Wir brauchen es. Denn es kann sein, dass wir dadurch einen AI-Core bekommen. Aber wir haben nicht die Bewaffnung dafür. Okay, wir haben Sniper. Wir haben ein paar Sniper. Wir haben ein paar Sniper. Eventuell könnten wir das nutzen. Haben wir Deckung? Wir haben nicht wirklich Deckung hier. Das dürfte ein bisschen weit sein für Sniper. Maybe, vielleicht reicht das. Wir können die Mauer mal wegmachen. Meiner Break Risk, der Naradem. Ja, die arme Sau ist auch ziemlich von allen. Oh, guck mal, wie er gehasst wird von allen. Das ist so schlimm. Der Chaoskater ist sein Rival. Oh, wie böse. Warum gemeine Krabbe? Gary lässt mich nicht essen. Ja, du musst... Wir haben Probleme, Schatz. Gibt kein Essen, bis wir nicht wieder Wärme haben. Ich finde dieses Feature auch teils dämlich. Erwische mich aber selbst, wie ich draufklicke ab und an. Welches Feature meinst du, Shiro? Ich bin gerade nicht mitgekommen. Irgendwie ist es schon witzig, wenn es nicht dauerhaft ist. Ich weiß nicht, was er meint. Es ist auch schwierig, dem Drang zu widerstehen. Ja, das stimmt. Vor allem Nom Noms. Nom Noms. Ja, sehr gut. Hier haben wir auch dich. Das Ding ist gebaut. Super. Du gehst mir jetzt auch bitte auf minus 10 runter. Genauso wie du. Perfekt. Unsere Nahrungsvorräte sind safe. Wir haben auch mehr, als es den Anschein hat, denn hier sind noch 20 drin, knapp. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Nahrung. Wir sollten aber vielleicht noch ein paar Tiere jagen gehen. Wie wär's mit dem Emu?
Und ein paar Häschen. Und ein paar Ibex. Ein Ram auch. Ein paar Ratten. Squirrels. Den Fuchs lassen wir ausnahmsweise mal im Leben wegen Lucy. Oh, der Timberwolf ist ein bisschen angekratzt. Ein paar Turkeys. Oh, crap. Mad Animal. Ausgerechnet eine Ratte. Naja, gut, ich denke, mit einer Ratte kommen wir klar, oder? Wer feuert hier? Haydex mit Gilligan und Goldilocks. Warum laufen die in der hinterher? Bist du verrückt? None, none, none und none. Alle sollen in der Animal Area bleiben. Immer. Wir haben Hiroki, wir haben Goldilocks, Delilah und Gilligan als Puppies momentan. Süße kleine Pups. Puppies. Oh Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Chaoskater, we need... Oh, crap, du hast ja auch nur so ein Shit. We need you anyways. Just melee attack it to death. Come on. Kill it! Es ist eine Ratte. Oh mein Gott, du hast auch ganz schön viel zerstört. Deine Nase ist ja zerstört. Haben wir dir das schon... Wir haben dir noch keine künstliche Nase gegeben. Das ist scheiße. Und du hast einen Wooden Foot. Da müssen wir auch was dran tun. Das geht so nicht. Haul it. Oh nein, Kater. Bitte nicht feuern, während Kalix dazwischen steht. Dankeschön. Okay, super. Wir sind gerade momentan sehr langsam dran, aber ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Dann muss ich halt den Tisch auf, den ich forschen muss. Nein, Schatz. Und nein, Zombies gibt's nicht, aber die Zombies sind scheiße. Obwohl, bei The Dark Dwarf Fortress gibt's Zombies, aber die sind ultra mega tödlich. Sie zieht ihr das Fell ab, um nicht zu erfrieren. Ja, genau. Ich kuschel sie einfach und werde dabei zerkratzt. Hauptsache warm. Okay, Leute, wir machen hier einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.